Einen Pass wunderschönen besser auf, Bruder. Willkommen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Oh Gott, mit ihm ist war, ne? Kingdom Come Deliverance, komm mal her, Ich Zirkator. heiße Gregor und bin neu hier. Ich weiß. Ich sah dich bei der Zeremonie. Ich denke, wir werden uns bald wiedersehen. Und oft. Du musst wissen, ich bin ein Zirkator. Was bedeutet das? Ich sorge dafür, dass sich alle an die Regula halten und ihre Arbeit verrichten, damit alles so läuft, wie es soll. Und wenn das einmal nicht der Fall ist? Dann sind wir befugt, Strafen zu erteilen. Aber du bedarfst doch gewiss keiner Maßregelung, Nein, oder Bruder? nein, nein, nein. Ich möchte dich etwas über das Kloster fragen. Kann man hier irgendwas? Wen wünschst du dir als neuen Abt? Johann, ganz klar. Im Vergleich zu ihm ist Nevlas jung und unerfahren. Johann verfügt über die Weisheit des Alters und den Respekt, den Nevlas sich erst verdienen muss. Gott sei mit dir. Okay. Gibt es manchmal Zwistigkeiten unter den Brüdern? Leider ja. Die größten Streitereien drehen sich im Moment um die Wahl des neuen Abtes. Gedanklich sind sie schon dabei, Peters Grab auszuheben. Erzähl mir etwas über die Wahl des Abtes. Der alte Abt liegt praktisch auf dem Sterbebett. Es gibt zwei Anwärter. Die eine Hälfte der Mönche möchte Johann, die andere Hälfte Nevlas als Abt. Und es besteht keine Chance, dass es zu einer Einigung kommt. Aber die dicke Luft hast du vermutlich bereits bemerkt. Deswegen die dreckige Wäsche, die wir rausfinden sollen, ne? Erzähl mir von Johann. Erzähl mir von Nevlas. Nevlas, der das Anwesen verwaltet, hat nicht die meiste Erfahrung, aber sein Bestreben und sein Herz sind rein, sein Glaube unerschütterlich und seine Ideen rational. Obwohl er vielleicht zu sehr darauf pocht, Dinge ändern zu wollen. Und das stößt natürlich einigen sauer auf. Ah, okay, also doch vielleicht richtig. Erzähl mir von Johann. Johann ist Zirkator und der älteste Bruder hier. Es wäre nur logisch, wenn er den Hirtenstab übernehmen würde. Er hat Erfahrung, Meritum und Gemütsruhe. Er würde das Kloster weise führen. Weshalb ist es so wichtig, wer gewinnt? Weil die zukünftige Richtung des Klosters auf der Waagschale liegt. Die jüngeren Brüder meinen, sie müssen mehr arbeiten als die Brüder über ihnen und dass sich manche mehr um ihr eigenes Wohl sorgen, als Gott zu ehren. Die älteren Brüder sehen das anders und haben das Gefühl, die Jüngeren wollen nur Privilegien, die sie sich nicht verdient haben. Und jede Seite hat ihren Kandidaten. Ich dachte, Politik gehöre nicht zum Klosterleben. Du hast recht, aber wir kennen nichts anderes. Und die Entscheidungen des Abtes können unser ganzes Leben beeinflussen. Einige nehmen das sehr persönlich. Okay. Erzähl mir etwas über die Geschichte des Klosters. Es wurde vor 500 Jahren vom heiligen Prokop gegründet. Nicht Nach 700? seinem Tode wurde es eine Zeit lang von Heretikern besetzt. Doch dann kehrten die Brüder des wahren Glaubens hierher zurück. Heretiker, sagst du? Falsche Glaube, Sie ne? wollten Gott mit fremden Riten dienen, in einer Sprache, die Gott fremd ist. Sie wurden vertrieben und ihre Baphomets Bücher Fluch, verbrannt. welcher Teil? Sechs, fünf, sechs, einer von den letzten, also der letzte, gab's auch die Geschichte. Welche Rolle haben die einzelnen Mönche hier? Der Abt ist der Vorsteher, aber er ist zurzeit nicht hier. Dann gibt es noch den Prior, den Subprior, den Bibliothekar, den Pförtner und viele andere. Als Novize solltest du besonders auf die Zirkatoren achten. Sie sind diejenigen, die für Zucht und Ordnung sorgen und Fehltritte bestrafen. Wen wünschst du dir als neuen Abt? Nach langem Nachsinnen habe ich entschieden, Johann zu unterstützen. Okay. Wir werden den Verstoß nicht melden. Bin ja nicht bekloppt. Du missachtest deinen Tagesplan? Was ist denn mein Tagesplan? Ach so, das sollte ich vielleicht mal lesen. Mönchsalltag. Tätigkeiten, denen ihr während eurer ersten Jahre in unserem Kloster nachkommen sollt. Ordnung und Disziplin sind der Grundpfeiler, auf den 3 Uhr morgens Tagesbeginn. Oh Gott, ich kann es nicht mal mehr lesen. 6 Uhr abends Vesper Gemeinschaftsmahl. 9 Uhr abends Schlaf und nächtliche Ausgangssperre. Okay, ich sollte ins Bett gehen. Oder?
Antonius steht. Was wünschst du, Bruder Gregor? Ich wüsste gerne etwas über das Kloster. Das wäre alles. Okay, das hatten wir. Ich habe Hunger. Kriege ich noch was zu essen? Ich kriege nichts mehr zu essen. Ich finde das nicht in Ordnung gerade. Nee, hier wollte ich... Nee. Oh, da draußen. Ich will da raus. Das ist ja schlimm, ist das hier. Stehlen. Nee, hier kann man auch nichts. Ich will. Ja, ich weiß, ich missachte den Tagesplan. Ich versuche gerade, mich hier zu orientieren. Irgendwo war das Zimmer. Ich drehe mich hier einmal im Kreis. Nee. Alles gut, Mönch. Ich glaube, hier geht's hoch, ne? Nee. Hier gehen sie alle lang. Und drehen sich im Kreis. Ah, Johann, du bist... Ah, Gregor, reden wir. Ja, auch wenn es zu spät ist. Ich möchte dich etwas über das Kloster fragen. Ist es so rührend? Erzähl mir etwas über das Leben hier. Gebete, Arbeit, Gehorsam. Das fasst es gut zusammen. Okay. Was dich und diese Wahl betrifft, erzählst du mir mehr darüber? Frag mich, was du willst. Erzähl mir etwas über Nevlas. Nevlas ist schwach, zahnlos und voller heißer Luft. Mir ist nicht gewahr, wie jemand glauben kann, er könne einen guten Abt abgeben. Genug, ich will nichts mehr von ihm hören. Ich möchte dir helfen. Da gibt es etwas, das du tun könntest. Ich bin mir sicher, Nevlas ist in etwas verstrickt, das ihm schaden würde, wenn es ans Licht käme. Wenn er Wasser predigt und Wein trinkt, zum Beispiel. Ich soll also herausfinden, ob er Leichen im Keller hat? Richtig. Doch ich bezweifle, dass du Erfolg haben wirst. Er ist zu gerissen und vorsichtig, um etwas preiszugeben. Sobald ich etwas weiß, sage ich es dir. Ich wüsste gerne, was hier vor sich geht. Die jungen Brüder meinen, sie hätten nicht dieselben Rechte wie wir, die schon den Großteil unseres Lebens hier verbracht haben. Und wenn schon, man muss sich seine Sporen verdienen. Nevlas lügt, wenn er sagt, er wolle Fehler berichtigen. In Wahrheit kümmert er sich nur um Privilegien für ihn und seine Anhänger. Okay, das interessiert mich eigentlich überhaupt gar nicht gerade. Wir berichten darüber nicht. Das Buch könnte uns nämlich auch zugutekommen. So, hier oben ist ein Bett für mich frei. Setzen, schlafen und speichern. Oh ja, super. Ich muss, glaube ich, um 3 aufstehen, ne? Was sagt denn das Buch? Warte mal, ich muss mich hier... Mönch. Ich muss mich hier, glaube ich, ein bisschen runterstellen. Un momento. Mönch, Antares, so. 3 Uhr morgens Tagesbeginn, 4 Uhr morgens ist Morgengebet und dann ist Essen. Oh Gott. Aber wir können zumindest den Tag speichern. Oder aber wir schlafen etwas. Warte mal. Ich hoffe, er kann speichern. Schlafen. Wir schlafen mal bis Mitternacht, ne? Weil wenn die Nacht um 3 wieder zu Ende ist, dann schlecht. Jetzt wird's lustig. Dadurch, dass wir keinen Schnaps mehr haben, keinen Retterschnaps, können wir natürlich nicht speichern. Und das haben die clever eingefädelt. Das heißt hier... Oh, ist gespeichert. Das ist gut. Ich weiß, dass ich meinen Tagesplan missachte. Das ist der Sinn und Zweck. Warum drehst du hier noch deine Runden? Eilst du zum Gebet? Schön langsam, Bruder. Haben wir ihm wenigstens geholfen, ins Bett zu gehen?
Aber jetzt... Du hast uns gesehen. Also setze dich zu uns oder schwöre uns nicht zu verraten. Du willst doch nicht wie Lukas enden, nicht wahr? Was ist mit Lukas? Wieso, was ist mit Lukas? Ich will nicht mit euch trinken, aber ich verspreche, ich verrate euch nicht. Die Jugend von heute hat kein Rückgrat. Aber vergiss dein Versprechen nicht. Nur ein Wort und wir machen dir das Leben zur Hölle. Falls du irgendwann doch die Sau rauslassen möchtest, weißt du ja, wo du uns findest. Wen haben wir denn hier? Ich sage dir, Bruder, diesen Wein könnte sogar der Papst trinken. Aha. Reden wir. So. Was tut ihr hier? Wonach sieht's denn aus? Wir trinken. Jesus Christus. Aber wir sind Mönche. Junge, wenn du mein Alter erreichst, wirst du's verstehen. Aber ihr seid Zirkatoren. Ihr sollt hier für Ordnung sorgen. Wie passen Saufgelage und Würfelspiele zu einem Leben in Frömmigkeit? Wenn du es wirklich wissen willst, dann setz dich und erlebe es selbst. Ach komm. Nun gut, ich setze mich zu euch. Nö, ich sage dir, Bruder, diesen Wein könnte sogar der Papst. Ich brauche unbedingt ich finde ihn sauer. Sehr schwer. Red keinen. Warte mal, ich rede mal mit ihm, ja? Ich möchte dich etwas über das Kloster fragen. Wir wissen also, was los ist. Worauf können wir noch trinken? Auf unsere jungen Novizen, unsere schnellen Hengste und unsere guten Ketten. Ja, also, ja, dann wissen wir Bescheid. Du achtest deinen Tagesplan. Das ist mir bewusst. Wo ist denn der Kellerer eigentlich? Ich glaube, die schlafen alle wirklich, ne? Boah, ist das hier finster wie ein Bärenarsch. Sehr schwer. Da kommen wir auch theoretisch raus. Warum ist das so dunkel? Kann man nicht der... Was, können wir das klauen? Eine Fackel gibt's hier. Okay. Könnten wir theoretisch benutzen. Was gibt's hier? Leinstoff-Silberkelch. Na, das lassen wir mal lieber. Gibt's was zu essen? Ach, hier geht's ja auch noch irgendwo weg, ne? Wollen wir mal gucken, was hier oben ist? Psch. Wen haben wir denn da hinten? Habe ich dich. Was wünschst du, Bruder Gregor? Tja. Ich hab dich erwischt. Pass besser auf, Bruder. Was hast du hier hinten gemacht? Was hast du hier hinten gemacht, mein Freund? Eilst du zum Gebet? Ja, aber sowas von. Zwei Stunden vielleicht. Was hast du hier gemacht? Hier drüben ist Sonne. Der stand doch hier. Ist nichts, was wir so lesen könnten. Was hat er denn hier? Ich kann es nicht lesen. Höfe, Warzen... Nee, Flühe, Warzen, gegen Flühe und Warzen. Sowas hatten wir schon mal. Okay. Liebesgedichtsammlung. Oh. Die sollten wir vielleicht lesen. Wie lange dauert denn das?
Nee, das dauert zu lange. Das machen wir mal später. Ich nehme es mal mit. Auch auf die Gefahr hin, dass wir ein Problem damit kriegen könnten. So, hier ist nichts weiter. Beginnt zu kopieren. Was denn? Gum Erdim. Gum Edmin. Das ist zusammen. Oh Gott. Ich glaube, das hier. Wenn die Automaten Celums Uendo an oh Gott, Celumus Dau. Wendy, denn das ist definitiv Dendi. Das da. Ramos, Ur, Quibibus, warte mal, Ramos, nee, Ut. Ramos, Ut, Qui, papapapapapa, Affini. Nee, Affectum steht da nicht, ne? Accentum passt eher, aber das ist ein N da hinten. Affentum. Nee, Affentum auch nicht, Affectum ist eher. Affectum, nee, Canarum, Canahumes, Canalumic, Canabulus, nee, ist ein M, da ist ein Calumkik, oh Gott, und das ist ein Ramus, das ist dann das hier, Utquid, hat das funktioniert? Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Vielleicht übersetze ich ja die Heilige Schrift jetzt ganz neu. Heinrich, was tust du da? Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Ich habe keine Ahnung, was habe ich gemacht? Hier ist nirgendwo irgendwas drin. Wie spät ist denn das gerade? Okay, das ist noch nicht ganz so spät. Schlossknackenlei. Ich brauche unbedingt nichts. Was macht ihr denn jetzt so spät eigentlich? Was möchtest du? Ich wüsste gerne etwas über das Kloster. Ach komm. Ich muss dir etwas sagen. Etwas, das du nur ungern hören wirst. Ich bin hier, weil ich jemanden suche, um ihn zu beseitigen. Sei versichert, es wäre kein Mord. Nicht bei einem wie ihm. Er ist einer der Schurken, die Neuhof niederbrannten. Er hat den Tod verdient. Was tut er hier? Und wer bist du? Man nennt ihn Pius, weil er früher einmal Pfarrer war. Als er herausfand, dass man ihm auf den Fersen ist, verkroch er sich hier und entkam so dem Gesetz. Ich wurde hergeschickt, um ihn seiner gerechten Strafe zuzuführen. Er ist einer der Novizen. Wir haben also einen Verbrecher und einen Vollstrecker in unserer Mitte. Dieser Ort ist aufregender, als ich dachte. Okay. Weißt du, wer es ist? Das ist es, ja. Ich weiß es nicht. Vielleicht du. Ich sag nichts mehr. Bitte erzähl nichts von dem weiter, was du gehört hast. Also ich bin immer noch der Meinung, also Joachim ist es nicht, er ist der Älteste. Und wenn er der Älteste ist, kann er nicht später gekommen sein. Also es ist entweder Antonius oder Lukas. Vielleicht ist es Antonius. Antonius? Nein, er ist ein feiner Kerl. Obwohl man nie weiß, was sich wirklich unter der Haut eines Menschen verbirgt. Siehst du, wie schwierig es ist? Es könnte jeder und doch niemand Bestimmtes sein. Ich verdächtige Lukas. Er redet jedenfalls nicht viel und ist am liebsten allein. Ich kann mir schon vorstellen, dass er etwas zu verbergen hat. Aber ein Mörder? Nein. Tja, vielleicht du. Vielleicht bist du es.
Wie kommst du nur darauf? Heilige Pflichten zu vernachlässigen macht mich doch nicht zu einem Schurken. Tja. Gerade bist du mein Hauptverdächtiger. Das darf nicht wahr sein. Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Ist es nicht so? Bist du womöglich verrückt, Gregor? Okay, ja, können wir mit ihm nochmal sprechen? Geh mir aus den Augen, du Ratte! Oh. Okay, aber was machst du hier hinten? Also hier hinten müssen wir auf alle Fälle ran. Sehr schwer und das, oh Gott, ob ich das schaffe. Huch, falsche Seite. Da ist so dunkel hier alles. So. So, jetzt müssen wir irgendwie wieder nach Hause kommen. Also, wir sollten wenigstens noch ein bisschen schlafen. Ich glaube, da geht's hoch, ne? Nee, da geht's nicht hoch. Da hinten geht's hoch. Das ist nicht so einfach. Nee, hä? Oh, hier. So, da unten sind unsere Kumpanen. Das heißt, wir haben eigentlich was in der Hand. Wollen wir mit dem gestohlenen Buch lesen? Nee. Aber wir haben hier eine Truhe, oder? Nee, haben wir nicht. Okay, wir schlafen noch ein Stündchen. Ich denke mal, das kann nicht schaden, wenn wir noch ein Stündchen schlafen. Weil jetzt nämlich gleich Aufstiegszeit. Und dann ist ja das Gebet und dann müssen wir alle hin und oh, hör mir auf. Novize Antonius. Warum weckst du mich? Ach, nur so. Was ist hier hinten eigentlich? Ach, guck an. Ah, okay. Ich hab doch keinen Dietrich. Ach Mensch, warum habe ich keinen Dietrich? Hey, Prior. Oh, der Prior ist hier. Ich bin Gregor, der neue Novize. Ich kenne mich hier noch nicht so gut aus. Du leitest das gesamte Kloster, nicht wahr? Willkommen in unserer Mitte. Ja, ja. Der Herr wollte, dass ich in der Abwesenheit des Abtes dessen Pflichten übernehme. Doch vorwiegend bin ich ein Diener Gottes, wie du und die anderen Brüder. Hm. Vor Gott sind wir alle gleich. Hm. Wie gefällt es dir hier? Ah, es ist toll. Schwer zu sagen. Ich bin noch nicht lange hier. So zurückhaltend? Du musst eine Meinung haben. Aber ich werde sie nicht aus dir herauskitzeln. Ich habe beunruhigende Dinge über dich gehört, dass du nichts als Lügen erzählst und jemanden suchst. Was hast du zu diesen Anschuldigungen zu sagen? Wer bist du wirklich? Es ist wahr, ich bin nicht der, der ich behaupte zu sein. Ich bin nicht Karl. Er floh und schickte mich an seiner Stadt. Was hat dich dazu bewogen? Geld. Ich war Hals über Kopf verschuldet und das Geld von Herrn Karl hält nun meine Familie über Wasser. Karl wollte um keinen Preis Mönch werden, aber Pater, ich habe hier Frieden gefunden. Oh, Labersülz. Lieber hier Gott dienen, als in der Welt da draußen ein Leben voller Sünde fortzuführen. Danke für deine Ehrlichkeit. Da du die Wahrheit gesagt hast, vergebe ich dir deine Täuschung. Verhalte dich vorbildlich und ich verspreche dir, ich werde all das vergessen. Doch sollte jemand aus Herrn Karls Familie einschreiten, bleibt mir nichts anderes übrig, als die Sache zu regeln. Danke für deine Gnade, Pater. Okay. Interessant. Es hat also jemand gesprochen. Es hat jemand geplaudert. Prior, komm her. Was wünschst du, Bruder Gregor? Es hat jemand geplaudert. Das nächtliche Gelage melden. Wahl des Abtes, Herr Spahn. Kannst du mir erklären, wie der Abt gewählt wird? Gewiss doch. Abt Peter ist alt. Und wir rechnen damit, dass er bald bei Gott sein wird. Wenn er nicht mehr ist, muss ein anderer das Kloster führen. Die älteren Brüder werden dann einen Nachfolger wählen. Kann theoretisch jeder Abt werden? Ja, aber es gibt nur zwei Anwärter, Nevelas und Johann. Als spiritueller Hirte der Brüder ist es mir nicht gestattet, meine Präferenz offen kundzutun. Und du als Novize solltest ohnehin nicht an der Wahl teilhaben. Ich weiß, dass ein paar Brüder bereits begonnen haben, Ränke zu schmieden. Aber denk nicht einmal daran, dich einzumischen. Mit dem Segen des Heiligen Geistes wird sich alles fügen. Wir haben ja einen Autospeicherstand, ne? Was ist denn, wenn wir jetzt hier das nächtliche Gelage melden?
Ich möchte dich etwas über das Kloster fragen. Wer hat hier im Kloster das Sagen? Abt Peter ist der Verwalter des Klosters, aber ihn wirst du nicht zu Gesicht bekommen. Er ist ständig auf Reisen und zudem alt und gebrechlich. Aber vielleicht schenkt ihm der Herr noch viele weitere Jahre. Was, wenn der alte Abt irgendwann stirbt? Dann wählen wir einen neuen. Ich weiß es nicht. Ich bin mir noch nicht schlüssig. Ach, Bruder Kellerer. Ja. Warum wächst du nicht? Ich brauche dich. Ich brauche dich, Bruder Kellerer. Warum wächst du mich? Das Schlimme... oh, warte mal, er ist wach. Er ist wach. Bleib stehen, du bist wach. Red mit mir, du bist wach. Oh, komm. Du bist doch wach. Pass auf, wo du hingehst. Eilst du zum Gebet? Ja, na, aber sowas wie ich eile. Ach komm, red mit mir. Schön langsam, Bruder. Irgendwie haben einige hier ein Problem zu laufen. Jetzt. Was wünschst du, Bruder Gregor? Hat man ihn schon, Kannst du etwas beschaffen, das eher ungewöhnlich ist? Nun, was genau brauchst du denn? Ich brauche Dietriche. Dietriche? Und was willst du mit den Stapeln, anstellen? Nur Stapeln. Ich möchte das Öffnen von Schlössern üben, na klar. Ich möchte das Öffnen von Schlössern üben. Nur aus Spaß. Nun, warum nicht? Du hast gehört, dass ich früher ein Dieb war, oder? Das alles habe ich hinter mir gelassen, als ich den Eid schwor. Aber ich habe noch ein paar Dietriche. Ich tausche sie gegen Essen. Bring mir etwas und du bekommst deine Dietriche. Guter Handel, oder? Wie viel haben wir denn? 20 Stück. Okay. Okay. Zu essen. Wie spät ist denn das gerade? Ich wollte schon gerade sagen, schon viel zu spät, aber so hier unten darf ich ja jetzt hier hin, problemlos, ne? Sind die noch da? Die sind noch da und saufen. So, hier könnten wir Würfel spielen, das will ich nicht. Habt ihr hier noch was zu essen versteckt? Ich brauche das Essen. Ich brauche Essen. Was ist denn, wenn ich jetzt hier... die Sachen hier mitnehme und stehle. Kann ich die den Bruder verkaufen? So, ich probiere es einfach mal. Ich hoffe, man ertappt mich nicht dabei. Ja, ich missachte alles. Wo ist der Kellerer hin? Oh, bitte, wo ist der hin? Oh, bitte. Okay, hier ist er nicht hin. Halt, hier ist noch ein... Oh, hier ist noch ein... Ah, ein Alchemie... Oh, Alchemie. Guck mal, und hier... Oh. Das freut mich so. Was haben wir hier? Frühstück? Komm, du bist doch... Mönch. Oh. Da hinten ist so einer. Zweier. Ihr holt gerade Essen. Das ist super. Mönch... Bruder Kellerer, hier. Was möchtest du? Ich brauche die Schlüssel zum Kloster. Warte mal. Kannst du etwas beschaffen, das eher... Ja. So, ich brauche Dietriche. Ich brauche Dietriche. Ja, Dietriche? Ja. So, wir üben immer noch. Ich möchte... Nun, du hast gehört, dass ich früher ein Dietrich... Ja. Ich tausche sie gegen Essen. So, ich nehme das. Ach so, einer kostet so... Oh. Ich hoffe, das geht. Und verkaufen. Ich hoffe, er nimmt das. Wir gucken mal, was wir kriegen. Du zahl... Oh, ich zahle... Ach, du Kacke. Oh,
Ich habe doch gar kein Geld, oder? Ich habe null Vermögen. Warte mal, können wir feilschen? Lässt sich was am Preis machen? Ist gut. Du hast nicht genug Geld. Angebot unterbreiten. Dann vergiss es. Das ist schlecht. Ich komme mal mit durch hier. Pass auf, wo du hingehst. Oh, ich wollte doch durch hier. Ja, danke. Eilst du zum Gebet? Schön. Hast du mich erschreckt? Du solltest Weshalb bist du nicht im Dormitorium? Was, ich muss im Dormitorium sein? Des Nachts. Du solltest schlafen, nicht Leute ängstigen. Mach ich doch nicht. Wo ist das Dormitorium? Oder ist das Dormitorium... Ach, schlafen, wa? Das bringt doch nichts an Kohle hier. Ich brauche mehr Kohle. Ich nehme mir alles mit. Ich brauche die Triche. Ihr werdet hier kein Geld mehr haben. Wo geht's hier hin? Sehr schwer. Wir stehen mal wieder. Ups. Wir stehen mal wieder auf. Okay. Wo geht's denn hier hin? So. Also jetzt ist... Achso, begib dich für ein Gebet in die Messe. Warte. Bruder Keller, hier, genau. Was möchtest du? Das erstmal. Ich bin Dietrich, ja? Du hast gehört, ich tausche... So. Ich verkaufe erstmal... Komm. Ich will alles. Guck mal, wie wenig Kohle wir kriegen. Wir können einen lausigen Dietrich kaufen. Okay. Wir haben einen Dietrich. So, und wir müssen zum Gebet, hat er gesagt, ne? So, Joachim. Oh, ich komm mit. Warum so in Eile? Oh, nur so. Warum so in Eile? Gar nicht. Pass besser auf, Bruder. Pass auf, wo du hingehst. Eilst du zum Gebet? Eilst du zum Gebet? Ja. Muss ich jetzt irgendwas machen hier? So, was muss ich jetzt machen? Ich muss, ich habe hier haufenweise Nebenquesten. Berichte Bruder Johann vom Diebstahl des verbotenen Buches. Ich heiße Bruder Gregor und bin nur Novize. Okay, das sind alles die nächtliche Gelage. Setze dich zu den Mönchen an Tisch. Haben wir doch gemacht. Verlorene Seite, such den Bibliothekar auf, das machen wir auch noch, okay. So. Ja. Also ich bin hier, ne? Hingehörst. Kennst du etwa deinen Platz nicht? Och, bitte. Weißt du nicht, wo dir der Zutritt gewährt und wo er dir untersagt ist? Ich bin noch neu hier.
Also gut, Bruder. Ich nehme meine Strafe an. Und nun zeig mir, was du bei dir trägst. Ich muss alles konfiszieren, was in deinem Kloster nichts zu suchen hat. Oh nee. Alles umsonst. Ich dachte, wir haben einen Freibrief oder so. Jetzt haben die, oh Gott, jetzt haben die unser teuer Account, oh Gott. Scheibenkleister, unseren teuer Account, oh, jetzt wird gespeichert. Das kann doch nicht wahr sein. Unser teuer erkauften Lockpick, oh. Leg dich schlafen. Ach, hier bin ich. Meine Lieben, ich setze mich mal zu euch hier. Friede sei mit dir, Bruder. Ja, ihr Schlingel hier. Lass mich raten, mein Inventar ist leer. Warum habe ich hier Truhenschlüssel? Mit all den Türschlüsseln, die ich habe. Ach so. Ja, aber der Rest fehlt. Die herausgerissene Seite ist vollkommen egal. Ihr seid mir ein paar Lumpen, seid ihr. Ey, die ganze Arbeit umsonst. Aber wenigstens bin ich ausgeruht. Wo ist der Bibliothekar? Die gehen ja jetzt alle, ne? Mönch? Eilst du zum Gebet? Ja. Mönch? Mönch? Nevlas. Dem erzähle ich leider was. Bibliothekar. Mönch? Mönch? Antonius. Mönch? Mönch? Der geht sonst wohin? Wo ihr alles immer pennt, jedes Mal woanders. Warum so in Eile? Ja. Schön langsam, Bruder. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Bruder Nevlas, Mönch. So in Eile? Ich würde ja gerne umhauen, aber naja. Da ist er. So, mein Freund, bevor du anfängst, hier zu beten. Gerade eine Messe. Oh. Ich bin hier. Imposant sieht es schon aus, ja. Vielleicht kommen wir auch ohne irgendwie einen Dings hier klar, ne? Bruder Nevlas, ich könnte dir jetzt was erzählen. So, fangt an zu singen, komm. Hier stehe ich. Warum so in Eile? Nur weil du mich wegschubst. Ja, dann stelle ich mich hier vorne hin, so. So, und 3, 2, 1 und los. Tja, so viel dazu. Du, es ist schon Zeit, es ist schon gleich um 5. Da fehlt ein Novize. Ah ne, wir sind ja insgesamt 4. Oh, hier ist er doch. Wo kommst du denn auf immer her? Boah, ist das creepy. Hey, ein bisschen mehr Spaß. Kommt, los, hoch. Guck mal, die haben die gleiche Frisur hier da. Der und der. Ich kann ja mal ein Buch lesen.
So, Klosteraltar. 4 Uhr morgens Gebet und 6 Uhr morgens das Gemeinschaftsessen. Ach so. Die haben aber schon gegessen gehabt. Arbeit in der Werkstatt der Brüder, zugeteilt von Bruder Nevlas. Mittagsarbeit in der Bibliothek, zugeteilt vom Bibliothekar. Nachmittagsgebet. Mhm. Abends Vesper, Gemeinschaftsmahl und dann abends komplett Freizeit vor dem Zubettgehen. Mhm. Schlaf und nächtliche Ausgangssperre ab 9 Uhr. So, kann ich jetzt hier einfach so warten? Und ich halte hier meine Andacht oder wie ist das jetzt hier geplant? Ja, so, Bruder Bibliothekar, wo bist du? Mönch. Pass auf, wo du hingehst. Ah, ihr steht alle im Weg. Wo ist denn der Bibliothekar schon wieder hin? Pass besser auf, Bruder. Lass mich raten, er ist schon wieder abgehauen, bevor alle anderen abgehauen sind. Hä? Oh, das ist doch nicht euer Ernst. Wo ist der denn jetzt schon wieder hin? Vermutlich in der Bibliothek. Als du zum Gebet? Nee, ich bin gerade fertig. Ich wollte eigentlich jetzt essen, aber... Schön langsam, Bruder. Warum so in Eile? Huch, Entschuldigung. ...was mit dem Gebot Gottes unvereinbar ist. Sonst würde er anderen predigen und dabei selbst verworfen werden. Kann ich jetzt bitte? Ah, Gregor, reden wir. Ah, super. Ich fand ein Stück Pergament. Es wurde wohl aus einem Buch gerissen. Weißt du aus welchem? Sieht aus wie eine Seite aus dem Ovid. Was ist Ovid? Der Titel eines Buches? Nicht was, wer? Ovid war ein großartiger römischer Dichter. In der Bibliothek stehen einige seiner Werke, aber eins verschwand eines Tages. Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Bruder Eustatius, möge er in Frieden ruhen, war etwas engstirnig, was klassische Literatur angeht. Wenn ein Buch Frauen auch nur erwähnte, nannte er es ketzerisch und erklärte es für gottlos. Ja, das ist ja aus Innern entstanden, ne? Wären all diese Bücher verbrannt worden. Ovids Liebeskunst war ihm offenbar ein solcher Dorn im Auge, dass er das Buch stahl und zerriss und dann die einzelnen Seiten versteckte. Okay. Willst du, dass ich das Buch wieder zusammenfüge? Aber ja. Eustatius war nicht gerade der Hellste. Er wird die Seiten nicht unwiederbringlich zerstört haben. Ich nehme an, er hat sie überall im Kloster versteckt. Es wird wohl ein Weilchen dauern, sie alle zu finden, aber wenn du es schaffst, wird das Buch in die Bibliothek zurückkehren. Okay. Gut, ich werde die Seiten suchen. Danke, Bruder. Ich weiß das zu schätzen. 10 Seiten müssten es sein, wenn ich mich nicht irre. Kannst du mir etwas über das Buch sagen? Die Liebeskunst ist eine Art Anleitung, die jungen Menschen helfen soll, die Liebe zu finden und zu erhalten. Es ist ein schönes Werk. Ich weiß nicht, was Eustatius so daran störte. Aber wie gesagt, er fand es unmoralisch und zerriss es, damit es seine Mitbrüder nicht verdirbt. Wo soll ich suchen? Wüsste ich das, hätte ich dir die Aufgabe nicht gegeben. Die Seiten könnten überall versteckt sein. Vom Garten bis hin zum Refektorium. Okay, Ich möchte dich etwas über das Kloster fragen. Warte mal, können wir über die verbotenen Bücher? Ich hörte, in der Bibliothek gibt es verbotene Bücher. Das ist richtig. Sie sind gut versteckt vor solchen Brüdern, die versucht sein könnten, sie zu lesen. Wie werden Bücher zu Libri Prohibiti? Verbotene Bücher stecken voller Ketzerei, Blasphemie und Hexenkunst. Wenn du mich fragst, sollte man sie alle verbrennen und nicht archivieren. Könnte eines der Bücher fälschlicherweise verboten sein? Ein gutes oder nützliches? Nein, die Bücher stehen aus gutem Grund auf der Liste. Warum sollte ich die Weisheit der heiligen Mutterkirche anzweifeln? Okay. Was, wenn ich nur einmal hineinschauen wollte? Darf ich? Nein, darfst du nicht. Sie sind Libri Prohibiti und nur der Abt und ich dürfen sie einsehen. Obwohl ich nicht wüsste, wozu ich oder er darin lesen wollten. Wir könnten ihn überreden. Und wenn ich dich anflehe?
oder dir einen Gefallen tue? Vielleicht, wenn du mir beweist, wie sehr du Bücher liebst. Ich habe keine weiteren Fragen. Okay. Erfahre ich in der Bibliothek mehr über die anderen Novizen? Nur der Abt und der Prior haben Aufzeichnungen über sie. Darf ich sie sehen? Nein, der Abt schreibt sie und bewahrt sie in seiner Kammer auf, die zurzeit der Prior nutzt. Und nur die beiden dürfen sie auch lesen. Ich habe Seiten des zerrissenen Buches gefunden, aber noch nicht alle. Wunderbar. Such nur weiter, den Rest wirst du sicher auch finden. Okay. Die Regula Benedicti, Kapitel 6. Die Schweigsamkeit. Wo kann ich denn essen jetzt? Oh, bitte nicht wieder. Hier kann ich essen, oder? Man soll der Schweigsamkeit zuliebe bisweilen sogar auf gute Gespräche. Warum kann ich... Umso mehr müssen wir wegen der Bestrafung der Sünde von bösen Worten lassen. Mag es sich also um... Gelobt sei Jesus Christus. Ich wollte essen. Gespräche handeln. Vollkommenen Jüngern werde nur selten das Reden erlaubt, wegen der Bedeutung der Schweigsamkeit. Warum kann ich denn nicht essen? Beim vielen Reden wirst du der Sünde nicht entgehen. Oh, hier. Der Macht der Zunge, denn Reden und Lehren kommen dem Meister zu. Muss man den Oberen um etwas bitten? Soll es was gibt es, Bruder? Letzte Nacht sah ich die Zirkatoren trinken und würfeln. Und warum schläfst du nachts nicht, anstatt durch die Flure zu schleichen und anderen nachzustellen? Ich wollte doch nur... Ich weiß, Bruder. Ich will damit nur sagen, dass du als Novize deine Nase besser aus den Angelegenheiten der älteren Brüder heraushältst. Okay. Auch wenn ich ungehöriges Benehmen beobachte? Leider ja. Wer bist du schon, verglichen mit ihnen? Warte, bis du länger hier bist. Bis dahin, halte deinen Kopf gesenkt und tu, was man dir sagt. Das Klosterleben ist dem da draußen gar nicht unähnlich. Die Klostermauern halten weder menschlichen Stolz noch Hass fern. Wirklich? Ich dachte, Mönche wären frei von solch menschlicher Torheit. Sie wurden Mönche, aber sie sind trotzdem noch Menschen, Gregor. Sei hier drin genauso auf der Hut, wie du es draußen warst. Vor Lügen, Neid und Rachegelüsten bleibt man auch hier nicht verschont. Danke für den Rat. Ich weiß nur nicht, ob ich ihn befolgen kann. Das bleibt dir überlassen. Okay, ich würde sagen, wir machen hier ein Folgenpäuschen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und ich esse noch ein bisschen. Euer Firefox.